Eins ist alles. Es gibt nur das eine. Und alles andere entsteht daraus. Eins ist alles. Und es gibt nur das eine. Wie gesagt, alles andere entsteht daraus, wenn du dir das mal überlegst. Tatsächlich in Ruhe überlegst. Eins zeigt sich immer. Eins zeigt sich immer und ist wiederkehrend. Es ist nie gleich. Immer nur ähnlich neu oder ähnlich bekannt. Damit es sich zeigen kann, scheint es viel und damit alles. Es erzeugt viel, um auf sich aufmerksam zu machen. In allem ist es verborgen. Eins will erkannt sein. Um das Viele wieder zu sich zu führen. Denn das Viele vergeht immer, um zum einen zu kommen. Eins ist das Nirvana, der Himmel, das Paradies, die Ewigkeit. All die Zahlen, die aus ihm entstehen, zeigen nur eins. Sie kehren wie in einem Kreis zu ihm zurück. Sie schufen eine Welt der Unterschiede, die es nicht wirklich gibt. Wenn sich das alles wieder dorthin begibt, beginnt seine Schöpfung immer wieder von neuem. So ist es auch mit allen Dingen, die kommen und gehen. Und das ist alles. Wenn ich das nochmal wiederhole, es ist ja sehr, sehr essentiell, um darüber nochmal zu überlegen, nochmal zu reflektieren, sich nochmal inspirieren zu lassen an diesem wunderschönen Morgen. Eins ist alles. Es gibt nur das eine. Und alles andere entsteht daraus. Eins zeigt sich immer wiederkehrend. Nie gleich. Immer nur ähnlich neu oder ähnlich bekannt. Damit es sich zeigen kann, scheint es viel und damit alles. Es erzeugt viel, um auf sich aufmerksam zu machen. In allem ist es verborgen. Eins will erkannt sein, um das Viele wieder zu sich zu führen. Denn das Viele vergeht immer, um zum einen zu kommen. Eins ist das Nirvana, der Himmel, das Paradies, die Ewigkeit. All die Zahlen, die aus ihm entstehen, zeigen nur eins. Sie kehren wie in einem Kreis zu ihm zurück. Sie schufen eine Welt der Unterschiede, die es nicht wirklich gibt. Wenn sich das alles wieder dorthin begibt, beginnt seine Schöpfung immer von Neuem. So ist es auch mit allen Dingen, die kommen und gehen. Und das ist alles.